Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Unboxing hier bei Turn On. Heute packen wir die neue Sony Alpha 7 Mark II aus. Und das ist ebenso die Packung, wie sie ganz klassisch im Laden steht. Sieht aus wie jeder andere von denen auch. Cool, oder? Deswegen gehen wir doch mal rein. Einmal auf jede Kiste. So. Jetzt. So. Was sehen wir denn zuerst? Ganz obligatorisch für Sony, die halbe Packung sind erstmal Bedienungsanleitungen, Prospekte, Wartungshinweise und so weiter und so fort. Und hier obligatorisch natürlich die Bibel. Jetzt sind die einzelnen Sprachen nicht mehr als einzelne Bücher vorhanden, sondern alles in einem ganzen Paket geschnürt. Dann dazu, hier erstmal nix, halbe Packung Pappe und wir schauen mal, was wir noch so haben. Oh, interessant. Erstmal die Trageschlaufe, Alpha 7. Dann hier auf der linken Seite Netzstecker für das Netzteil wahrscheinlich in europäischer bzw. Großbritannien-Form. Und hier unten, was haben wir noch so? Da müssen wir ein bisschen einzeln rausholen, ne? Ne, da können wir. Ja, hier haben wir noch ein bisschen mehr dazu. Und zwar das Netzteil an sich, okay, also wohl keine Ladeschale für den Akku. Dann hier den Akku, okay, auch ein klassischer von Sony, die W-Serie. Und ein Micro-USB-Kabel. Oh, dann kommen wir jetzt zum Herzstück der Verpackung und zwar der Kamera. Oh, ja. Da ist sie. Beim ersten Anfassen, denn ich bin ja auch User der Alpha 7 Reihe bzw. User der Alpha 7S und beim ersten Anfassen merkt man sofort, das Gehäuse wirkt weniger hochwertig, aber griffiger aufgrund der Tatsache, dass jetzt ein bisschen dicker geworden ist, dass der Griff auch ein bisschen dicker geworden ist. Aber was da genau hintersteckt, das muss natürlich ein exakter Test klären. Wir können ja testweise schon mal den Akku reinschmeißen. So. Zu der Lappen. Und dann sehen wir hier, das Display ist auch wieder herausnehmbar, schwenkbar, aber nicht komplett drumherum. Kein 180-Grad-Schwenks für Selfies oder sowas, sondern nur für Low-Angle-Shots. Dann haben wir hier wieder das Wahlrad, den Modusrad für die einzelnen Aufnahmen bzw. Fotomodi, Belichtungskorrektur und dann haben wir hier wieder die Rädchen für, oh, ganz schön schwergängig, Rädchen für Blender bzw. Verschlusszeit. Ist ein bisschen kleiner geworden und hier vorne eben der Sensor. Sieht man hier irgendwas Spannendes? Ah, man sieht ihn ein bisschen wackeln. Könnt ihr das auch sehen? Mal so ein bisschen erschüttert das Ganze, kann man wackeln lassen ein bisschen mehr. Denn das Besondere an der Alpha 7 Mark II ist ja, dass jetzt ja ein 5-Achsen-Stabilisierungssystem mit dem Sensor zusammenhängt und dass man nicht nur das Rollen der Kamera, sondern auch grundsätzliches Wackeln bestmöglich vom Sensor ausgleichen kann und das dann auch objektiv unabhängig ist. Das kann also eine ganz spannende Sache werden und auch ein ganz spannender Test werden. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir haben erstmal ausgepackt. So sieht das Ding ausgepackt aus und jetzt geht es tatsächlich ans Eingemachte. Und in der Zeit, bis ich mit dem Test fertig bin, habt ihr jetzt also die Möglichkeit, hier unten natürlich noch weitere Videos von uns auszuchecken. Wie beispielsweise, wenn ihr schon auf vernünftige Videoaufnahmen steht, haben wir für euch die LX100 von Panasonic mal getestet und für ein bisschen Gehirnschmalz wie immer unsere Turn-On-News nicht vergessen. So, und jetzt gerne Daumen nach oben da lassen, Social Media Plattform abonnieren, unseren Kanal abonnieren und für noch mehr Infos und Videos auf turn-on.de vorbeischauen. So, und ich gehe jetzt testen.